Das Ziel von Wissenschaft ist es, Erkenntnisse über zum Beispiel gesellschaftliche oder naturwissenschaftliche Phänomene zu gewinnen und diese dann mit Peers oder der interessierten Bevölkerung zu kommunizieren. In diesem Video werden wir zwei Arten der Darstellung und Kommunikation von Wissenschaft aufzeigen. Zum einen das Erstellen von Reports oder Berichten für die Kommunikation mit Peers und zum anderen die Erstellung und Nutzung von Dashboards zur effektiven Kommunikation von Informationen. In beiden Fällen werden wir R nutzen. R ist eine Open-Source-Programmiersprache für statistische Anwendungen. Sie kann unter anderem für die statistische Analyse, Data Pipelines und interaktive Informationsdarstellung genutzt werden. Wir fangen mit der Erstellung von Berichten an. Ein Workflow, der zum Beispiel auch für die Hausaufgaben im Uni-Alltag genutzt werden kann. Als Beispiel nutze ich ein Projekt an der Uni Wien, an dem ich beteiligt bin. Wir haben 28.000 Menschen zur Teilnahme an einer Online-Umfrage eingeladen. Zwei- bis dreimal am Tag wollen wir wissen, wie sich die Umfrage entwickelt. Hierbei sind wir an ein paar besonderen Statistiken interessiert. Um diese regelmäßigen Berichte mit Texten, Code, Tabellen und Grafiken schnell und einfach erstellen zu können, nutzen wir R Markdown in RStudio. R Markdown-Files sind Skripte, in denen man sehr einfach Text und Code miteinander kombinieren kann. Man schreibt R Codeblöcke, die dann evaluiert werden und in Textfeldern erläutert oder interpretiert werden können. Gucken wir uns einmal an, wie so ein Report für die Umfrage aussieht und wie er erstellt wird. Ich werde euch zeigen, wie man mit R Markdown einen kurzen Bericht über die Teilnehmeranzahl einer Umfrage erstellen kann. Wenn wir R öffnen, haben wir erst einmal ein leeres Interface. Unter File, New File, R Markdown können wir ein sogenanntes R Markdown-File starten. R Markdown-Files sind für das Schreiben von Berichten geeignet. Man kann hier den Titel und Autor angeben und die Art des Outputs wählen. Es kann eine HTML, PDF oder Word-Datei generiert werden. Ich werde jetzt einmal das Beispiel R Markdown-File, das euch auch zugänglich ist, öffnen. Es startet mit einem sogenannten Header, der den Dokumententitel, meinen Namen und das Datum beinhaltet. Anschließend kommt der erste Codeblock, in dem alle Pakete und die Daten geladen werden. Dieser Codeblock wird im späteren PDF nicht angezeigt. Wie ihr hier seht, Include ist false. Dann starte ich den Analyseteil meines R Markdown-Skripts. Erst haben wir eine Überschrift, die durch das Rautenzeichen erstellt wird. In diesem Codeblock hier erstelle ich eine Tabelle, in der die Anzahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen pro Tag gelistet wird. Im nächsten Codeblock hier visualisiere ich die Anzahl der teilnehmenden Personen über die 24 Stunden eines Tages. Sobald wir etwas Code geschrieben haben, können wir ein PDF erstellen. Wenn wir oben auf Knit klicken, dann evaluiert R den Code und erstellt dieses PDF für uns. Machen wir das einmal. Wie ihr im unteren Feld seht, evaluiert R das Skript und erstellt das PDF. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir jetzt basierend auf den Daten eine Tabelle und hier unten auch eine Grafik erstellt. Der große Nutzen von R Markdown ist, dass es Code, Output und Text miteinander verbinden kann. Grafiken und Tabellen müssen von Forscherinnen und Forschern immer kontextualisiert und erklärt werden. Wenn wir jetzt zum Beispiel wie hier einen Text einfügen, der die Tabelle erklärt, zum Beispiel an welchem Tag wir ein Erinnerungsschreiben ausgesendet haben oder an welchem Tag ein Wochenende war, dann verstehen die Leserinnen und Leser die Tabelle und Grafik in unserem Bericht besser. Auf diese Art und Weise kann man schnell und einfach ein fertiges Dokument erstellen. Sobald es neue Daten gibt, müssen wir nicht ein komplett neues Dokument erstellen. Wir müssen keinen neuen Code oder Text schreiben und keine neue Grafiken erstellen und das dann alles irgendwie zusammenfügen. Sondern wir müssen dann einfach nur hier oben den Datensatz verändern und dann noch einmal auf Knit klicken. Auf diese Art und Weise werden die neuen Daten im existierenden Markdown-File genutzt. Mit Markdown-Files könnt ihr Grafiken, Tabellen, Code und Text verbinden. Das eignet sich für die Erstellung von Berichten in Forschungsprojekten, aber auch für die Erstellung von euren Hausaufgaben im Studium. Nun, da wir kurz kennengelernt haben, wie Berichte für die Kommunikation mit anderen Wissenschaftlern erstellt werden, widmen wir uns einem Bereich, der auch für die Vermittlung von wissenschaftlichen Erkenntnissen an die breitere Bevölkerung geeignet ist, nämlich dem Datendashboard. Wissenschaftlerinnen erstellen meist Analysen, die dann in Form eines wissenschaftlichen Artikels oder Buchs veröffentlicht werden. Diese Vorgehensweise hat eine lange Tradition und viele Vorteile, aber auch einige Nachteile. Ein Nachteil dieser Vorgehensweise ist die statische Natur dieser Formate. Ein zweiter ist die beschränkte Zugänglichkeit von wissenschaftlichen Artikeln, die aufgrund ihrer Sprache und den üblichen Publikationsmedium nur schwer für die breitere Bevölkerung zugänglich sind. Moderne Datenverarbeitungstools erlauben es mittlerweile, Daten und Analysen dynamisch
und in einfacher Form bereitzustellen. Beispiele dafür finden sich bis dato vor allem in Online-Zeitungen, wo interaktive Grafiken von Datenjournalisten mittlerweile weit verbreitet sind. Ein Beispiel dafür ist diese Grafik aus der Online-Ausgabe der New York Times zur sozialen Mobilität in den USA. Hier wird etwa gezeigt, dass männliche Kinder aus reicheren Familien, die sich als weiß identifizieren, eher reich bleiben als Kinder, die sich als schwarz identifizieren. Personen, die diesen Artikel lesen, können aber auch andere Gruppenunterschiede ansehen und nicht nur Aufstiegs-, sondern auch Abstiegsängste visualisieren. Mittlerweile haben aber auch universitätsnahe Projekte wie Our World in Data in einem wissenschaftlich orientierten Kontext aufgezeigt, dass es wichtig ist, Daten transparent und offen bereitzustellen. Dabei ist ein Ziel, die Daten so aufzubereiten, dass sie sowohl für Wissenschaftlerinnen als auch für wissenschaftsinteressierte Laien zugänglich sind. Hier etwa ein Dashboard von Our World in Data, das die Impfquoten in unterschiedlichen Ländern der Welt zeigt und das während der Corona-Pandemie stark rezipiert wurde. Zahlreiche Programme und Tools können zur Erstellung dieser Dashboards verwendet werden. So gibt es fertige Lösungen, die meist von kommerziell orientierten Firmen bereitgestellt werden. Beispiele hierfür sind etwa DataWrapper, Tableau oder ArcGIS. Aber auch eigene programmierte Anwendungen sind möglich. Neben Python stellt hier vor allem das bereits vorgestellte Statistikprogramm R und das Paket Shiny, die beide kostenfrei sind, eine populäre Lösung dar, die in den Sozialwissenschaften breit genutzt wird. Diese Option werden wir uns nun genauer ansehen. Ein R-Shiny-Dashboard besteht aus drei Komponenten: Daten, Code und User Interface. Jede Nutzerin erhält über einen R-Shiny-Server Zugang zu einer eigenen sogenannten R-Instanz, also ein hinter der Browseroberfläche verstecktes R-Statistikprogramm. Der R-Shiny-Code des Dashboards erlaubt den Nutzerinnen dann, vordefinierte Analysen anhand der jeweiligen im Dashboard vorhandenen Daten durchzuführen, ohne dass dafür eigene Programmierkenntnisse vonnöten sind. Hier sehen Sie ein Beispiel für ein in R erstelltes interaktives Dashboard. In diesem werden Umfragedaten aus dem Austrian Corona Panel Project visualisiert. Dieses sogenannte Working Corona Dashboard ermöglicht es den Benutzerinnen, Umfragedaten in Form von einfachen deskriptiven Diagrammen zu visualisieren. In diesem Fall wird die Verteilung der Antworten zur Frage, wie hoch die Befragten die wirtschaftliche Gefahr durch die Pandemie für sich selbst einschätzen, angezeigt. Benutzer können selber andere Variablen auswählen oder die vorgefertigten Analysen verändern, indem sie etwa Mittelwertvergleiche oder einfache Verteilungen im Querschnitt ansehen. Darüber hinaus ist eine Dokumentation bereitgestellt, die genau Aufschluss bietet, welche Fragen gestellt wurden und welche Berechnungsverfahren angewendet werden. Wichtig ist hier, dass nur aggregierte Daten angezeigt werden, was die Gewährleistung des Datenschutzes garantiert. Qualitative Dashboards erfüllen vor allem drei wichtige Kriterien: Transparenz der Datenquellen, klare Beschreibung der Messinstrumente und Berechnungsmethoden und auf unmissverständliche und einfache Lesbarkeit ausgerichtete Darstellungsmethoden. Danke.